Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Yeah, hallo. So, wir haben ja im letzten Part alle Raumschiffteile gesammelt. Das war sehr nice, dass wir das jetzt auch endlich hinter uns gebracht haben. Und wir fliegen, weil wir immer noch den Bastard haben, fliegen jetzt ganz schnell mal zu der Sonar-Suchdienstanlage da. Die wollte ich ja kaufen. Und damit wir dann wahrscheinlich im nächsten Part die Dinger sammeln können, die U-Boot-Teile oder die Atommüllfässer, weiß ich noch nicht genau, was ich da zuerst sammle. Irgendeins von denen natürlich. Ich fliege da hin, kaufe das. Ich habe ja das schon im letzten Part erwähnt, dass ich das machen werde. Habe zuerst gesagt, ich mache das am Ende des Parts. Zuerst bringe ich die Raumschiffteile zurück zu Omega mit Franklin. Dann mache ich die Epsilon-Mission oder umgedreht halt. Aber ich habe gesehen, das ist ja direkt in der Nähe von der Epsilon-Mission, deshalb fliege ich da ganz schnell hin, kaufe das. Dann sparen wir uns ein bisschen Zeit, denke ich, bevor wir jetzt mit der Sektenmission da Epsilon irgendwo anders hinfahren und dann da irgendwo anders sind. Und dann müssen wir wieder da in die Richtung fahren. Deshalb fliege ich da jetzt ganz schnell hin. Kostet natürlich jetzt mehr Zeit, als wie wenn ich mir ein Taxi rufe. Aber wenn wir gerade so einen wunderschönen Buzzard haben, nutzen wir den auch. Kaufen das Ding ganz schnell. Ich denke, die Epsilon-Mission und auch die Omega-Mission, wenn das überhaupt eine richtige Mission ist, dauert nicht lange. Es müsste eigentlich ganz schnell gehen. Oh, da hinten muss ich aufpassen, sonst kriege ich Sterne. Epsilon-Missionen dauern ja manchmal recht kurz. Ich hoffe es nicht, dass ich da dann auch wieder gesagt bekomme, hier, ich glaube, 5 Fahrzeuge, dann kann ich das auch noch nicht in dem Part machen, weil ich dann erstmal gucken muss, wo die sind. Weil ich habe mir den Part jetzt hier schön zurechtgelegt, also mit die Mission für den Part. Es müsste eigentlich gut so sein, wie ich das jetzt mache. Wo wir jetzt hier schon fast dann 3 Minuten nur geflogen sind. Aber so konnte ich kurz zählen. Ich denke, ich denke, die dauern echt nicht lange. Also wahrscheinlich sind wir dann noch unter 15 Minuten. Und dann muss ich mir noch wieder was einfallen lassen. Mal gucken. So, da unten ist das Ding. Ja, mit Michael wollte ich die also kaufen, weil ich auch mit Michael am meisten Geld habe. Es kostet nämlich 250.000 oder 225, weiß ich jetzt nicht. Sehen wir gleich. Das muss man nämlich kaufen, falls ihr es immer noch nicht wisst, um die Atommüllfässer und die U-Boot-Teile zu sammeln. Die sind nämlich alle unter Wasser, irgendwie kriegt man dann einen Tauchanzug. Komm, ich flieg jetzt einfach hier hin. Also lande hier. Und dann kann man die Dinger schön sammeln und das werde ich dann im nächsten Part, wie gesagt, machen. Muss man allerdings auch nicht für die 100% machen, habe ich auch schon öfters erwähnt. Wie habe ich denn bitte markiert? Muss da runter. Ja gut, ich hätte da unten auch landen können, irgendwo. Aber wir sind fast da. Ich hoffe, ich kann das jetzt auch kaufen. Hä? Oh Gott, oh Gott. Es tut mir leid, Peter. Also die Tierdingsorganisation da. Nicht Peter. Also nicht Name Peter. Ich muss den jetzt töten, weil der wurde rot markiert. Der war böse. Achso. Muss da runter. Geil. Muss jetzt voll husten. Voll ins Mikro gehustet. Ich hoffe, ich schneide das raus. Ich habe den Ausschlag auf meinem PC gesehen. Mega brutal hoch. Und meine Stimme ist jetzt mega verkackt. Den konnte ich nicht unterdrücken, den Huster. So. Einnahmen 23 Tage. Ach, die Stimme kriegt ja noch Einnahmen. Ach so, pro gefundene Atommüllfässer. Ja, komm, kauf mir. Zack. Du hast das Dock des Sonar-Suchdienst gekauft. Dieses Unternehmen hilft dir bei der Suche nach Atommüll auf dem Meeresboden und noch was. Aber U-Boot-Teile, ich weiß nicht, U-Boot-Teile muss man die auch? Kann man die auch erst sammeln, wenn man das kauft? Ah, Tauchboot, genau. Mit dem muss ich das suchen. Das wird ein Spaß. Im nächsten Part. Yay, Immobilie gekauft. Aber ich glaube, ich habe noch nicht 5 Immobilien insgesamt. Muss man nämlich ja auch kaufen. Weiß ich immer noch nicht, habe ich im letzten Part auch schon erwähnt, dass dass ich
ob ich 5 Immobilien mit einer, mit einem Charakter kaufen muss. Oder es reicht, wenn ich insgesamt 5. Wir fahren kurz da hoch. Wir haben. Achso, ich wollte die Epsilon-Dings noch vorlesen. Im Moment, das war ja die. Kieflom? Hey, warte mal. Ah, da habe ich Sayas-Mess bekommen. So, das wollte ich. Ja. Ist nur so ein kleiner Text. Könnt ihr euch ja durchlesen. Nur so kleine Info. Ist jetzt nicht so wichtig. SMS. Kieflom, deine Roben. Was? Bemänteln die nach? Was? Die Nacktheit? Okay. Okay. Oh, die brauchen Hilfe. Was? Ja, okay. Nur eine kleine Info, dass wir da hin sollen. Eieieiei, jetzt wird's aber hier eng mit der Zeit. Wobei, warum mache ich mir so einen Zeitdruck? Das ist auch das Dumme. Dass ich nicht einfach spiele und irgendwas mache und dann irgendwann noch 15 bis 20 Minuten sage, ja gut, das war's. Nee, ich will das alles machen, wenn ich überlege, was ich mir mache. Weil manchmal bin ich dann auch verwirrt, wenn ich mir vorher nicht überlege, was ich mache in dem Part. Dann komme ich zu fast nichts, weil ich nicht genau weiß, was ich machen soll. Und wenn ich mir vorher überlege, was ich mache, will ich das auch in dem Part schaffen. Und dann mache ich mir unendlich Zeitdruck, anstatt einfach zu chillen. Und wenn es hier nicht klappt, kann ich es ja auch im nächsten Part noch machen. Oder im übernächsten Part. Aber ich würde halt gerne schon... Oh, zufälliges Ereignis. Das nehmen wir mit. Okay. Das machen wir noch ganz schnell. Das meine ich damit. Da kommen dann so Sachen, wie schnell der ist. Komm. Komm. Ah, ist schwer zu treffen. Jawohl, der war nice. Okay, das bringen wir ganz schnell zurück. Das wollte ich auch noch erwähnen, eigentlich in dem letzten Part schon. Ich bin ja durch die Sammelaktion da, bin ich, okay, wir können noch zurückfahren, bin ich sehr viel rumgefahren und habe da sau viele zufällige Ereignisse gesehen. Aber habe die alle links liegen gelassen, weil ich die halt nicht machen wollte. Ich will die halt zeigen. Weiß ich immer noch nicht genau, wie ich das mache mit den Ereignissen. Ich zeige auf jeden Fall, wenn eins kommt, so wäre ein Part, dann zeige ich das auf jeden Fall. Finde ich, gehört dazu. Ich glaube, am Anfang so oder Mitte des Let's Plays habe ich gesagt, ich scheiß drauf, als ich dann 14 hatte oder wie viel man brauchte. So, bitteschön. Da hast du deinen Flitzer. Richtiger Gentleman hier mit Tür aufhalten und so. Und ein richtiger Gentleman klaut natürlich jetzt auch ein Fahrzeug. Wo sind wir denn eigentlich? Okay, wir müssen noch ein bisschen fahren. Ich kann die Robe nicht mehr sehen. Gut, jetzt ist es noch passend irgendwie. Also tragen müssen wir sie, denke ich, nicht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt in der SMS da was gestanden hat, dass wir die tragen müssen. Keine Ahnung, aber man muss die jetzt. Warum ist da ein Fragezeichen? Ach so. Hä? Ah, wir haben Fremd und Freak freigeschaltet durch den Kauf. Stimmt, war ja was. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit dem Atommüllfässer ist oder mit der U-Boot-Teile irgendwas. Kann sein, mit U-Boot-Teile halt, was wir da gesagt bekommen. Wegen Sammeln und so. Sehen wir dann aber auch noch. Ich weiß noch nicht, wann ich das jetzt genau mache. Ich denke, ich sammle dann im nächsten Part die Atommüllfässer und dann in dem übernächsten Part machen wir dann die Fragezeichen da. So passt das eigentlich. Soll ich noch irgendwas sagen mit zufälliges Ereignis? Gentleman. Ah ne, mit der Robe, genau. Ich kann die nicht mehr sehen, aber es passt jetzt noch, weil wir jetzt eine Epsilon-Mission machen. Aber irgendwann wechsle ich dann die Kleider, weil die brauchen wir ja nicht mehr tragen eigentlich. Und haben wir nur gebraucht für die 10 Tage da. Hä? Oh ne. Was ist hier los? Zander, I knew you'd come. I was told to come. Chris needs you to take this plane to initiate Boston. He awaits you in the east. Okay, detailed as ever. Truth must be revealed gradually until you're capable of understanding it.
Steig in das Flugzeug. Okay, gut. Genau das meine ich nämlich. Oh, scheiße. Da steigt man ein. Genau das meine ich nämlich. Jetzt müssen wir irgendwo anders hinfliegen. Und dann beenden wir wahrscheinlich. Da, wo ist denn das? Ah, okay. An dem Flugplatz da. Und dann beenden wir da die Mission und dann hätte ich wieder hier hinfahren müssen, um das Ding zu kaufen. Beziehungsweise wollten wir eben zu Franklin wechseln. Also war das doch ganz gut, wie ich es gemacht habe. Mal gucken, wie lange der Part heute geht. Ich glaube, das passt perfekt. So 20 Minuten müsste eigentlich gehen. Was war das? Was zur Hölle? Ist er da rausgesprungen? Ich hab da nur ein Geräusch gehört. Okay. Nur ein Geräusch gehört, auf einmal springt er da raus oder so. My eternal brother, brother, you get the secret plane from the secret location? Yeah, I'm in the top secret baby blue plane. Where am I heading? Unknow it and you'll know. Look, can you just know it for me so we can move this thing along? Okay, but that's entry level stuff, bro. Sandy Shores Airfield, I'll meet you there. Kiflam. 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 Warum macht Michael das eigentlich mit? Das finde ich aber so nice. Völlig behinderte Sekte. Ist ja eine Verarschung an Scientology. Finde ich nice. Weil es die Mission, obwohl es eigentlich. Es sind lustig. Sie sind jetzt nicht actionreich oder so. Bisschen nervig teilweise gewesen mit der Autosuche und wie gesagt 10 Tage die Probe tragen. Aber sie sind lustig, die Videosequenzen. Das ist ja auch sehr oft das Wichtigste daran. Finde ich. Dass die lustig sind und so. So, da sind wir schon da. Hui. Na gut, ich fliege noch ein bisschen weiter, sonst will er so lang fahren. Ganz am Ende der Bahn. Wobei es wird vielleicht auch schon reichen, wenn wir hier landen. Aber ich fahre mal dahin. Ja, da ist keine Markierung. Ich musste einfach wahrscheinlich landen. Ah, ich habe es immer noch nicht ausgestellt. Steige aus dem Flugzeug und gehe zu Jimmy Boston. Ich habe immer noch nicht Benachrichtigung ausgeschaltet. Also falls ihr eure Namen seht, hallo. So, Jimmy. Zondar, over here. Kiflam, bro. Kiflam. Got the money? Kiflam. Cool. And the plane? Kiflam. Oh, nice. You're almost a thesis of truth, bro. You nearly there? It's gonna cost a little time and effort, and then it's astroplanes and 37,000 places all at once. And the chicks. Oh! You know, Chris and I sometimes watch porn together in the nude. Just to prove we don't get turned on by it. It's pretty awesome. Anyway, Kiflam, man. Laters. Kiflam. Oh! Chris says, if you're ready, there's a tree of truth. Now, he'll arrange a map, but it's kind of expensive to reach this level of existence. You'll need quite a bit of money. Someone will mail you, bro. Mind if I take the plane? Kiflam. Okay, der holt das Flugzeug. Alles klar. Haben wir geschafft? Ne, wir müssen noch kurz warten, bis er wahrscheinlich weg ist. Ja, dann müssen wir wieder auf eine E-Mail warten und wahrscheinlich dann wieder Geld bezahlen, hat er ja gesagt. Nice, nice. Gefällt mir nicht, aber egal. Bisschen machen. Komm, flieg weg. Ich will ja zu Franklin wechseln. Kann ich schon wechseln? Nee. Die Mission ist noch nicht absolviert. Tschüss. Was wäre, wenn er jetzt irgendwo da gebackt hätte am Stein? War mega lustig, aber mega nervig auch. Okay. Ich wollte schon sagen, wann ist er weg? Bestanden. Verbreite die Wahrheit. Touchdown, Sonder der Brücke. Okay, kann man ja im Hauptmenü lesen, was man da machen musste. Okay, haben wir geschafft. Franklin ist dran. Die E-Mail, die kriegen wir dann irgendwann. Wahrscheinlich, wenn ich dann mit Maike die Dinger sammle im nächsten Part, dann in der Zeit kriegen wir eine E-Mail, denke ich. Ist jetzt halt ein bisschen dumm mit dem Fragezeichen. Ich hoffe, ich kann die Dinger schon sammeln, ohne zum Fragezeichen zu gehen. Das mache ich dann danach, nach dem Sammeln. Das wäre nice. Okay, dann Franklin in seiner Villa. Oh, mal wieder mit Franklin zu spielen ist auch nice. Ich habe sau lange jetzt mit Michael gespielt. Okay, Omega, der ist irgendwo da oben.
da fahren wir natürlich mit dem Taxi hin. Sonst dauert das zu lange. Wo ist eigentlich unser Hund? Was? Omega. Wenn du das letzte Teil lokalisiert hast, komm auf dem schnellsten Weg zu meinem Kontrollzentrum Wohnwagen im Windpark. Oder Weinpark. Okay. Taxi. Taxi rufen. Ja, und wir sind eigentlich ganz gut in der Zeit. Hey, würde ich sagen. Hat am Anfang ein bisschen gedauert und war ein bisschen verwirrt. Gut, wir haben hier noch ein zufälliges Ereignis gemacht. Das ist auch nice. Das ist sehr schön. Franklin, du bist so sexy. Ich gucke immer, von wo das kommt. Ob das mal einfach so spawnt? Nee, ne? Immer wenn man sich umdreht, ist es dann auf einmal auf der anderen Seite. Unser Lieblingstaxifahrer, der einzige, glaube ich, ist immer der gleiche, oder? Zumindest, ich erkenne da keinen Unterschied. Ich denke immer, es ist der gleiche. Weiß ich gar nicht. Glaube ich schon. So, Omega, mal gucken, was wir für ihn machen müssen. Ob wir die einfach nur abgeben müssen und dann labert er über die Aliens irgendwas. Keine Ahnung. Hallo. The final piece. I knew you would make it. Come. I have put together this ship to their exact specifications. I got every piece you sent through, except this. Man, you crazy motherfucker. Isn't it incredible? Awesome, dog, but this motherfucker is small. Well, they're small, but very powerful. They're far more evolved than we are. Man, I sure hope the fuck so. See you on the other side, brother. Was zur Hölle war das? Von jenseits der Sterne. Der Erfolg für die Sammeldinger. Was zur Hölle war das hier? Darf ich das fahren? Oh mein Gott, ich kann das fahren. Ey, darf ich das behalten? Wie geil ist das denn? Ich hab das jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden, was das sollte. Wir waren doch schon mal bei ihm, oder? Und da hat er halt gesagt, es gibt überall die Dinger zusammen. Es ist schon so lange her, deshalb weiß ich das nicht mehr. Muss ich mich nochmal informieren. Okay. Lustig. Alles klar. Ich will das ehrlich gesagt behalten. Aber warum eigentlich? Ich weiß nicht, ich belasse es mal dabei. Vielleicht fahre ich mir offscreen in der Garage. Obwohl es eigentlich recht unnötig ist. Die Hupe. Da gab es doch mal früher, als Kind hat man doch so Waffen gehabt. Spielzeugwaffen. Die haben auch manchmal so Geräusche gemacht. Nice, nice. Gut. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich doch noch zu dem Fragezeichen mit Michael soll, aber das wird ja jetzt zu lange dauern. Deshalb beenden wir den Part und im nächsten Part gehen wir dann dahin und oh scheiße, ich hoffe, wir starten dann nicht die Mission. Ich will dann die Dinger sammeln. Mal gucken, wie wir es machen. Vielleicht kommt dann noch ein anderer Part. Wir werden sehen. Ich werde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.